Was ist Autoguiding und wie nutzen wir es für das perfekte Astrofoto? Willkommen im Astro-Kanal von astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Sie erhalten hier Tipps rund um Teleskope und die praktische Beobachtung. In diesem Video geht es um das Autoguiding und viele Zuschauer haben sich das Thema auch von uns gewünscht. Eigentlich geht es ja aber eher um die Frage, wie Sie am besten ein wirklich schönes Astrofoto aufnehmen können. Wir kennen ja die Fotos mit Strichen und verwischten Objekten. Damit Ihnen das nicht passiert, kommt das Autoguiding hier ins Spiel. Hier erfahren Sie, was es ist und wie Sie es genau anwenden. Das Thema besteht eigentlich aus zwei Videos. Dem ersten Teil mit ein paar Erklärungen und Tipps für Ihre Ausrüstung und dem zweiten Video, in dem es dann um die Praxis geht. Also, bleiben Sie dran! Wenn Sie sich mit dem Guiding noch nicht auskennen, kann man die Begriffe Guiding und Tracking sehr leicht verwechseln. Was verstehen wir also genau darunter? Wenn wir mit einem Teleskop die Sterne beobachten, dann wandern sie innerhalb von kurzer Zeit von Sekunden aus dem Blickfeld. Der Grund dafür ist die Erddrehung, weil wir uns unter den Sternen mit der Erde hinwegdrehen. Wir müssen unser Teleskop also bewegen und dem Objekt folgen. Bei der visuellen Beobachtung ist es okay, das mit der Hand zu machen, bei der Astrofotografie aber ein No-Go, weil es einfach nicht gut funktionieren würde. So zum Beispiel würde ein Astrofoto aussehen, das nur 10 Sekunden lang ohne eine Nachführung aufgenommen wurde. Tracking oder Nachführung bedeutet, dass die Montierung die Erddrehung ausgleicht. Ein Motor übernimmt diese Aufgabe und dreht das Teleskop um die Polachse in die entgegengesetzte Richtung. Der Motor macht das annähernd in gleicher Geschwindigkeit, mit der sich auch die Erde bewegt. Die Sterne bleiben dann im Blickfeld und wir können dann diese Objekte fotografieren. Wenn ich gerne lange belichten möchte, stößt das Tracking irgendwann an seine Grenzen. Durch lange Belichtungszeiten, die ich oft bei Nebelobjekten brauche, entstehen wieder Striche auf der Aufnahme. Beobachten wir einen Stern bei eingeschaltetem Tracking im Zeitraffer, dann sehen wir, wie der Stern periodisch hin und her schwingt und zusätzlich in eine Richtung davondriftet. Dieses Wegdriften des Sterns kommt von einer ungenau ausgerichteten Montierung. Das Schwingen sind winzige mechanische Ungenauigkeiten im Getriebe der Montierung. Sie bewegt sich also etwas ungleichmäßig und zwar periodisch bei jeder kompletten Umdrehung. Leider kann man das Getriebe nicht so genau fertigen, dass keine Ungenauigkeiten entstehen. Denn schon winzige Staubkörner oder fast unsichtbare Kratzer führen zu Fehlern. Die Lösung ist, die Nachführung zu kontrollieren und zu korrigieren. Das verstehen wir unter Guiding. Aber gehen wir zurück in die Vergangenheit. Vor 10, 15 Jahren funktionierte die Nachführkontrolle mit einem Fadenkreuzokular. Der Astrofotograf stellte mit dem Leitfernrohr einen Leitstern in das Kreuz und korrigierte mit der Handbox seiner Montierung die Nachführung. Sobald der Stern dann drohte, vom Faden abzuwandern. Oft verharrte der Astronom eine halbe Stunde oder länger in dieser Position und das war natürlich ziemlich unangenehm und Rückenschmerzen waren vorprogrammiert. Wie der Name schon sagt, funktioniert das Autoguiden automatisch. Es funktioniert im Prinzip wie das traditionelle Guiden, doch statt des Astronomen, der den Leitstern beobachtet, übernimmt das heute eine Kamera. Ein Computerprogramm analysiert dann die Position des Leitsterns, erkennt, wenn er abwandert und sendet dann an die Montierung Korrekturbefehle, die sie dann auch ausführt. Da all das automatisch passiert, kann sich der Astronom ganz entspannt zurücklegen und einen Kaffee trinken. Fassen wir zusammen, was wir bereits haben. Sie wollen schöne Astrofotos machen. Sie brauchen mehr als einen einfachen Nachführmotor und Sie brauchen einen Autoguiding, der ein paar Befehle an Ihre Montierung sendet.
Schauen wir uns jetzt genau an, welche Ausrüstung Sie brauchen. Das Wichtigste ist ein Autoguider, der die Nachführkontrolle übernimmt. Oft werden wir gefragt, ich habe schon eine Kamera, mit der ich Himmelsaufnahmen mache, kann ich nicht die dafür verwenden? Leider geht das nicht, denn Sie brauchen zwei verschiedene Kameras. Einmal die Aufnahmekamera, mit der Sie den Himmel, die Deep Sky Objekte aufnehmen, und zweitens die Autoguiding-Kamera, die viele ganz kurz belichtete Aufnahmen ausführt, um die dann abzugleichen und Korrekturbefehle an die Montierung zu senden. Die Autoguiding-Kamera hat in der Regel einen 1,25 Zoll Anschluss, wie das auch bei vielen Okularen der Fall ist. Dadurch passt sie in jeden Okularauszug. Sie hat in der Regel zwei Anschlüsse, ein USB für den PC und einen ST4-Anschluss, der an die Montierung angeschlossen wird. Wir empfehlen, eine Schwarz-Weiß-Kamera zu nehmen, da sie empfindlicher als eine Farbkamera ist und es beim Guiden nicht auf die Farbe ankommt. Unter Omegon gibt es einige schöne Guiding-Kameras, wie zum Beispiel diese hier. Natürlich brauchen Sie auch eine vernünftige Aufnahmekamera. Diese neue Omegon-Kamera ist super gut geeignet dafür, oder Sie können natürlich auch eine SLR-Kamera verwenden. Neben dem Autoguider brauchen Sie ein Leitrohr, das parallel auf Ihrem Hauptteleskop montiert ist. Früher benutzte man riesige Optiken und heute tun es aber auch sehr kleine, kompakte Leitfernrohre, wie zum Beispiel dieses Omegon GuideScope. Vorteil? Ein sehr geringes Gewicht und wenig Gepäck. Über diese Rohrschellen kann es ganz exakt auf den Leitstern ausgerichtet werden. Ein Off-Axis-Guider ist ein Bauteil, das nicht auf dem Tubus, sondern direkt am Okularauszug angebaut wird. Am hinteren Ende arretieren Sie Ihre Aufnahmekamera und in einem Winkel von 90 Grad ist dann Platz für den Autoguider. Ein kleines Prisma lenkt einen Teil des Lichtes um und kann so den Leitstern der Guiding-Kamera sichtbar machen. GuidingScope oder Off-Axis-Guider. Egal für welche Methode Sie sich schließlich entscheiden, beide haben Vorteile und Nachteile. Bei einem Leitrohr kann eine minimale mechanische Flexibilität zwischen beiden Optiken entstehen. Während einer Aufnahme kann sich die Ausrichtung zumindest theoretisch so verändern, dass es trotz Auto-Guiding zu ganz leicht ovalen Sternen in der Aufnahme kommt. Auf der anderen Seite haben wir hier aber auch viel Freiheit, einen geeigneten Leitstern zu suchen. Sogar in einer Sternarmengegend. Bei einem Off-Axis-Guider habe ich eine feste Kombination. Und hier gibt es auch keine Flexibilität. Leider sind aber auch die Möglichkeiten einer Leitsternsuche eingeschränkt, weil wir nur einen sehr kleinen Himmelsausschnitt sehen. Befindet sich zum Beispiel kein Leitstern in der Nähe, muss ich das eben gerade zentrierte Objekt etwas dezentrieren, in der Hoffnung, einen Leitstern zu finden. In sternarmen Regionen kann das durchaus mal zum Problem werden. In der Regel brauchen Sie einen Laptop zum Autoguiden. Das Programm, das den Leitstern registriert, läuft nicht innerhalb der Kamera, sondern extern auf einem Computer. Können Sie mit Ihrer Montierung überhaupt Autoguiden? Das ist eine wichtige Frage, denn Ihre Montierung muss eine motorische Nachführung und einen ST4-Port besitzen. Ideal wäre es, wenn Sie in beiden Achsen einen Nachführmotor haben. Bei Goto-Teleskopen sind die Voraussetzungen in der Regel schon da. Am besten lassen sich parallaktische Montierungen guiden, also diejenigen, die man auf den Himmelsnordpol ausrichten kann. Dabei ist es egal, ob das eine deutsche parallaktische oder eine Gabelmontierung ist. Wenn Sie sich eine Montierung anschaffen, sollten Sie für die Langzeitfotografie eher keine azimutale Montierung nehmen. Einige Montierungen lassen sich auch ohne einen ST4-Port guiden
oder haben gar keinen. Interessant ist es auch, wenn Sie Ihre GoTo-Montierung ohnehin schon an den PC angeschlossen haben und sie dann von dort aus steuern. Der Computer kann dann mit der richtigen Software über den gleichen USB-Anschluss Befehle an die Montierung senden. Diese Technik nennt man Pulse Guiding. Das SD4-Kabel der Kamera wird in dem Fall nicht benutzt. Dadurch haben Sie ein Kabel weniger. Das war der erste Teil zum Thema Auto-Guiding. Sie wissen jetzt, warum Guiding so wichtig ist und wie es sich vom Tracking unterscheidet und welche Ausrüstung Sie brauchen. Im nächsten Video gehen wir in die Praxis, direkt unter den Sternenhimmel. Bis dahin, beobachten Sie gut.